Weißt du, worüber ich mich wundere, Vater? Nein, aber du wirst es mir sicher gleich sagen, Alexandra. Ich wundere mich darüber, wie viel du über das Leben der Heiligen weißt. Nun, Geschichten von Heiligen haben mich von Jugend an interessiert. Aber soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ja? Weil ich ja weiß, dass du Monat für Monat die Namen der Heiligen in unserem Kalender angemerkt hast, habe ich heimlich ein bisschen in den Legendenbüchern gelesen, um mein Wissen aufzufrischen und auch um Neues zu erfahren. Habe ich's mir doch gedacht. Was hast du denn über die heilige Thekla erfahren? Ihr Name steht am 23. September in unserem Kalender. Thekla war eine Schülerin des Apostel Paulus. Sie lebte in Ikonium, einer Stadt in der Türkei. Thekla, was ist los mit dir? In letzter Zeit sieht man dich nur noch zusammen mit diesem fremden Prediger. Wie heißt er noch? Er heißt Paulus, Mutter. Ich bin Vater und dir dankbar dafür, dass ihr mir ermöglicht habt, bei den berühmtesten Gelehrten alles Wissenswerte zu lernen. Aber alles Wissen dieser Welt hat die Sehnsucht meines Herzens nicht gestillt. Da kam dieser Mann und sprach von Jesus Christus, von seiner Barmherzigkeit und Liebe. Ich war wie umgewandelt. Ich spürte in seinen Worten so viel Wahrheit, wie ich sie aus dem Munde der Gelehrten nie vernommen hatte. Ich bin Christin geworden. Paulus selbst hat mich getauft. Ich will immer bei ihm bleiben. Kind, was hast du getan? Warum hast du deinen Eltern diese Schande zugefügt? Weißt du nicht, dass mit dem Tode bestraft wird, wer unsere Götter nicht anbetet? Von Vater habe ich gehört, dass unser Prokonsul diesen Paulus verhaften lässt, weil er unsere Götter lästert. Schwöre dem Christentum ab, Thekla, und geh nie mehr zu Paulus. Habt ihr Paulus eingesperrt im Gefängnis? Wir haben ihn nicht mehr gefunden. Er ist geflohen, Prokonsul. Aber wir haben seine eifrigste Schülerin Thekla erwischt. Sie hat ihn gewarnt. Dann soll sie an seiner Statt sterben. Werft sie in der Arena den Löwen vor. Ein kräftiger Löwe. Er wird das Mädchen zerreißen. Hast du sowas schon mal gesehen? Der Löwe legt sich ganz friedlich zu ihren Füßen nieder. Tatsächlich. Wie ein zahmes Kätzchen. Hast du verstanden, was der Prokonsul eben gerufen hat? Ja, sie sollen Holz zu einem Scheiterhaufen aufschichten. Thekla soll verbrannt werden. Sie steht mitten in den Flammen und betet. Ja, und das Feuer kann ihr gar nichts anhaben. Jetzt regnet es auf einmal in Strömen aus dem wolkenlosen Himmel. Ja, und der Regen löscht das Feuer. Werft Thekla in die Grube zu den Schlangen! Ein grausamer Mann, dieser Prokonsul. Oh, diese Schlangen. Ein furchtbarer Anblick. Jetzt schleppen sie Thekla zu der Grube. Was war das? So grell? Ein Blitzschlag. Er hat die Schlangen alle getötet. Das alles sind doch Wunder. Christus schützt Thekla. Jetzt glaube ich auch an Jesus Christus. Ich auch. Ich will mich taufen lassen. Ich will auch getauft werden. Christus ist der wahre Gott. Ich glaube an Christus. Prokonsul, lass Thekla frei. Du siehst doch, dass Gott sie schützt. Du müsstest bestraft werden für deine Grausamkeit. Wenn wir es nicht tun, dann tut es Gott. Beruhigt euch, Leute. Ich lasse Thekla frei. Sie kann gehen, wohin sie will. Die heilige Thekla starb im gesegneten Alter von 91 Jahren in Seleukia. Ihr sind viele Kirchen geweiht, unter anderem auch der Mailänder Dom.